Ich begrüße euch ein letztes Mal zu Pokémon Smaragd Edition Extra Folge 4. Heute holen wir uns noch die drei Golems. Ich würde sie nicht als legendäre Pokémon bezeichnen wollen, aber ich möchte sie euch auch noch zeigen, weil die gibt es eben nur einmal und die sind tatsächlich auch gar nicht so einfach zu bekommen. Dafür müssen wir das ein oder andere Rätsel noch lösen, um überhaupt an die Golems ranzukommen, ja. Und außerdem, ja, müssen wir auch erstmal hier das richtige Fleckchen noch treffen. Es gibt so ein paar Voraussetzungen, die es dann auch noch braucht, um überhaupt das mit den Golems freizuschalten, ja. Also, alles in allem nicht so einfach. Ja, und die Golems sind Regis, Regirock und Registeel. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir an der richtigen Stelle weiter surfen. Ich glaube, wenn wir direkt hier den Abschnitt nehmen, dürfte es klappen. Hoffentlich. Jawohl. Und hier an der Stelle müssen wir abtauchen, damit das Ganze dann auch funktioniert mit den Rätseln. Weil wir müssen die Rätsel auch erstmal freischalten mit einem anderen Rätsel. Ich weiß nicht, ob das hier unten beschrieben ist. Brauchen wir ein Relikanth, was wir ja beim letzten Mal schon gesehen haben, wo wir Latios gefangen haben. Und ein Vylord brauchen wir ebenso. So, schauen wir mal. Vielleicht gibt es hier unten noch ein verstecktes Item. Schaut aber auf den ersten Blick nicht so aus. Ja, ihr seht, ich habe Schutz mal wieder eingesetzt gehabt, aber jetzt brauchen wir es nicht mehr. Genau. Und hier, damit sich hier eine Höhle öffnet, brauchen wir Relikanth und Vylord. Wichtig ist an der Stelle, für die Smaragd-Edition muss Vylord an erster Stelle im Team sein und Relikanth an der letzten Stelle. Für Rubin, Saphir, Omega Rubin und Alpha Saphir muss es genau umgedreht sein. Also Relikanth an erster Stelle und Vylord an letzter Stelle. Fragt mich bitte nicht, warum. Ja, das Ganze ist hier so ein bisschen in Blindenschrift geschrieben, also wer es lesen kann, na, der kann sich das gerne übersetzen. Ansonsten, ja, ich habe jetzt hier PokeWiki nebenbei offen und kann euch gerne sagen, was hier steht. Diejenigen, die hoffen und mutig sind, wird sich die Türe zu einem ewigen Pokémon öffnen. Okay. Müssen wir jetzt hier Schaufel einsetzen? Bin mir gerade unsicher, ob wir hier Schaufler schon einsetzen müssen. Hier nicht einsetzbar. Ja, okay. Ach so, hier müssen wir Taucher einsetzen. Genau, hier müssen wir Taucher einsetzen. Lustig ein bisschen, weil es ist unter Wasser und so, na? Ja, aber wir tauchen auf und landen in der Siegelkammer. Ja, und ihr seht schon, hier auch diverse Inschriften. Und hier, das ist die wichtigste. Ich lese euch mal vor, was hier drauf steht. In dieser Höhle haben wir gelebt. Wir verdanken alles den Pokémon. Dennoch sperrten wir die Pokémon weg. Wir hatten Angst. Ja. Und jetzt hier an der Stelle benötigen wir Schaufler. Deswegen habe ich Armaldo mit Schaufler mit. Habe das draußen eben gerade schon probiert. Aber wenn wir jetzt hier Schaufler einsetzen, eigentlich nicht nach Unterwasser fliehen. Ich probier's trotzdem mal. Ich meine, wir kommen ja dann wieder. Können ja zur Not wiederkommen, ja? Wir setzen Schauflein. Ja, zack. Wir fliehen eben nicht nach Unterwasser, sondern die Höhle öffnet sich. Ich hab's euch gesagt. Sie ist relativ tricky hier alles. Ja. Und wir gehen hier vor. Haben wir noch eine Inschrift? Obwohl, hier könnte es auch stehen, dass sie weggesperrt wurden. Keine Ahnung. Wir lesen es einfach nochmal. Ja, das könnte das sein, was ich hier vorgelesen habe mit diejenigen, die hoffen und mutig sind, wird sich die Tür zu einem ewigen Pokémon öffnen. In dieser Höhle haben wir gelebt. Wir verdanken alles dem Pokémon. Dennoch sperrten wir die Pokémon weg. Wir hatten Angst. Gut, kann natürlich sein, dass an den vorherigen dort die Hinweise standen zu Relikanth und Vylord und Taucher dort davor einsetzen, beziehungsweise hier davor eben Schaufel einsetzen. Und nachdem wir diese Inschrift gelesen haben,
hören wir, wie sich drei Türen öffnen. Das hörte sich an, als würde irgendwo eine Tür geöffnet. Und damit haben wir die drei Kammern der Golems freigelegt. Das heißt, wir können jetzt von hier tatsächlich wieder fliehen und uns jetzt aufmachen, die drei Golems zu fangen. Also, setzen wir Schaufler ein. Jetzt können wir tatsächlich nach Unterwasser fliehen. Und dann sehen wir uns gleich beim ersten Golem wieder. Also, bis gleich. Vom nördlichsten Punkt von Fausthauhafen aus machen wir uns auf zum ersten Golem. Ja, und der erste Golem, den wir uns holen werden, ist Regis, das Eis-Pokémon. Und dafür müssen wir uns hier irgendwo nach hinten schleichen. Ja genau, ich glaube hier, das dürfte der richtige Weg sein. Hier waren wir ja auch schon mal unterwegs und ich weiß gar nicht, ob ich euch damals auch diese Ortschaft hier gezeigt hatte. Und hier ist auf einmal eine Höhle offen. Ja, diese Höhle ist eine der drei, die sich geöffnet hatte, nachdem wir in der Siegelkammer waren. Wir sind in der Inselhöhle und haben hier ein Rätsel gegeben. Diesmal kann ich euch tatsächlich sagen, was hier steht. Pokémon, Smaragd-Inschrift. Bleib nahe der Wand und renn eine Runde weiter. Das steht hier in Blindenschrift. Ja, wir sollen also nahe der Wand bleiben und eine Runde weiter rennen. Also rennen wir mal hier eine Runde entlang. Ja, ist halt nur die Frage, ob im oder gegen Uhrzeigersinn. Werden wir gleich merken, ob es richtig war. Ja, es hat geklappt. Das Rätsel gelöst und die Kammer öffnet sich. Ich speichere ab, weil wir haben, wie gesagt, nur eine Chance, das Pokémon zu fangen. Danach ist es weg. Und ich weiß nicht, ob es mich jetzt direkt angreift, wenn ich hier in die Kammer eintrete. Da haben wir es. Regis. Und man hat speziell für die drei Golems tatsächlich auch nochmal eine eigene Kampfmusik, ja. Wird natürlich jetzt gar nicht so einfach, die zu schwächen, weil meine Pokémon relativ stark sind. Ihr seht, die Golems sind auf Level 40. Wir paralysieren sie erstmal. Ja, Regis ist schon mal paralysiert, das ist gut. Ich probiere es jetzt mal mit der Slam-Attacke. Raichu hat eigentlich nicht so viel Angriffskraft. Ja, immerhin in den gelben Bereich gebracht. Eissturm. Ich würde sagen, jetzt können wir anfangen, Bälle zu werfen. Schauen wir mal, wie viel wir brauchen. Schauen wir mal, ob ich hier schnippeln muss. Weil wir wollen ja auch die beiden anderen Golems noch holen. 41 Hyperbälle sollte eigentlich reichen. Ja. Ja, ihr seht schon. Das klappt gut. Also wie gesagt, die Fangquote ist nicht viel besser als die von Groudon oder Kyogre bei denen. Golems, also kann quasi eh nicht lange dauern und entsprechend werde ich hier wohl sehr wahrscheinlich cutten müssen. Wir haben halt auch Regis, wie der Name schon sagt und wie es halt auch schon aussieht, ist ein Eis-Pokémon, gibt halt keine besonderen Bälle jetzt speziell für Eis-Pokémon. Kraftkoloss, eine ziemlich starke Attacke, aber ihr seht's, Angriff und Verteidigung sinkt. Weiß gar nicht, Kraftkoloss ist das eine normale oder eine... Ne, müsste eine Kampfattacke sein. Könnte sein, dass es 150er Stärke hat. Aber wie gesagt, ihr seht ja die Nebeneffekte von der Attacke. Und es hat, glaube ich, auch plus 5 AP. Ja, wie gesagt, dadurch, dass halt eben die Werte sinken, sinkt entsprechend auch die Durchschlagskraft der Attacke. Gut, den Meisterball haben wir beim letzten Mal schon aufgebraucht. Den können wir quasi nicht mehr nutzen. Ja, aber irgendwie hat das Pokémon gerade gar keinen Bock. Na gut, ich würde sagen, ich schnippel das jetzt hier zurecht, wenn ich Regis gefangen habe. Und dann können wir uns direkt aufmachen zum nächsten Golem. Also, bis gleich. Jawohl, wir haben Regis gefangen. Ja. Hat dann doch ein paar Bälle gekostet. Also ich werde mir bis für das nächste Pokémon schon mal neue Bälle zulegen dürfen. Naja, gut, was soll's. Im Übrigen, wir schauen uns heute am Ende der Folge natürlich auch mal noch alle gefangenen Pokémon an. Aus den letzten, also aus der Folge und der letzten Folge, ja. Also keine Sorge.
Da schauen wir uns dann mal noch Proudhon, Kyokre, Latios und eben die drei Golems in aller Ruhe mal noch an. Jetzt machen wir uns aber erstmal auf zum nächsten Golem. Also bis gleich. Von Bad Lavastadt aus machen wir uns auf zum nächsten Grab der Golems. Und das befindet sich tatsächlich in der Wüste. Vielleicht ist es euch damals schon aufgefallen, dass es hier ja auch noch eine sehr interessante Felsenformation gab. Und genau bei dieser interessanten Felsenformation hier unten ist das nächste Grabmal. Jawohl! Die Tür ist geöffnet. Die zweite Tür, die wir damals gehört haben in der Siegelkammer, ist offen. Und ja, ich habe Seemobs mit. Warum das? Das lesen wir hier. Denn diese Inschrift sagt uns für die Smaragd-Edition, wir sollen, beziehungsweise die Inschrift besagt, zwei links, zwei runter, anschließend Zertrümmerer. Also zwei links, eins, zwei, zwei runter, eins, zwei, anschließend Zertrümmerer. Das heißt, jetzt die Attacke Zertrümmerer einsetzen. Und das funktioniert tatsächlich. Und zack, öffnet sich auch hier das Tor, beziehungsweise die Höhle. Und wir landen beim zweiten Golem bei Regirock. Ja, und Regirock, auch hier ist, denke ich, relativ klar rauszuhören, was es für ein Typ hat, dieser Golem. Es ist der Gesteinstyp. Und ja, wieder die gleiche Kampfmusik, wie wir sie gerade bei Regis hatten. Und auch Regirock natürlich Level 40. Die Pokémon können immer dreimal die gleiche, also drei von den Attacken sind bei den drei Golems jeweils gleich. Das ist Kraftkoloss, das ist Antikraft und das ist, oh, jetzt lasst mich überlegen. Was hat denn das andere noch eingesetzt? Ja gut, schwächen wir es auf jeden Fall erstmal mit der Donnerwelle. Regis konnte halt dann noch für Eis die Eisattacke Eissturm. Wobei Regirock, bin mir gerade unsicher, Antikraft, Kraftkoloss. Gab es noch irgendeine sinnlose Attacke? Weiß es gerade nicht. Vielleicht kann es auch nur drei Attacken. Sei es drum. Ja, die Slam-Attacke wird natürlich jetzt nicht viel Schaden machen. Das heißt, wir werden es jetzt ein paar Mal angreifen können. Und ja, natürlich, Regirock auch mit Kraftkoloss. Also, da haben wir es schon mal gesehen. Antikraft und Kraftkoloss ist quasi genauso, wie wir das schon bei Regis hatten. Habe ich das Spiel gespeichert? Ich hoffe es einfach mal. Ah, genau, Fluch können sie dann noch. Ist natürlich jetzt nicht so geil. Na gut, ist die Verteidigung wieder auf dem vorherigen Level. Und dann eigentlich noch eine spezielle Attacke für ihren Typ. Wobei ja Regirock schon mit der Antikraftattacke relativ gut ausgerüstet ist, muss man sagen. Was sein Typ angeht, bin mir jetzt gerade unsicher, was da seine vierte Attacke ist. Ist paralysiert. Okay, wir können also noch eine Slam-Attacke durchdrücken. Dann haben wir es im... Alter, Raichu. Nochmal Fluch, okay. Egal, die nächste Slam-Attacke solltest du dennoch in den roten Bereich befördern. Jo. Und jetzt werde ich wieder Bälle werfen. Und werde euch das quasi wieder zusammenschneiden, bis wir dann entsprechend Regirock gefangen haben. Ja, also bis gleich. Ja, man soll es nicht fassen. Es hat doch noch geklappt. Hat ja auch lang genug gedauert. Also ich muss sogar nochmal neu anfangen, ja. Weil ich hatte schon über 40 Bälle verworfen. Und Regirock hatte keine Attacken mehr. Musste dann quasi Verzweifler einsetzen. Und Verzweifler ist ja immer mit einem Rückstoß verbunden. Und es hat sich dann selber K.O. geschlagen. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt insgesamt ca. 50 Bälle gebraucht, bis es dann doch mal drin geblieben ist. Ja gut, ist halt so, ne? Lässt sich nicht ändern. Wir machen uns auf zum dritten und letzten im Golem. Der letzten Aktion für dieses Spiel. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder nach meinen Vorbereitungen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und wir machen uns jetzt auf zum letzten Golem. Zum letzten
Pokémon, was wir im Rahmen dieses Spiels fangen wollen. Und das wird Registeel sein. Ja, und auch da steckt der Typ des Pokémons quasi im Namen schon drin. Nämlich der Stahltyp Registeel. Ja, Steel für Stahl. Und das werden wir uns hier oben krallen. Hier oben entsprechend die Höhle. Ein letztes Rätsel, was wir hier an der Wand stehen haben. Und das lautet wie folgt. Die unseren Willen erben, erstrahlen im Zentrum. Ja, also im Zentrum sollen wir erstrahlen. Wir stellen uns also genau in die Mitte und setzen die VM Blitz ein. Das ist die Lösung dieses Rätsels. Und es öffnet sich auch die letzte Kammer und da sitzt es. Registeel und wartet darauf, auch von uns gefangen zu werden. Ja, da ist es. Das Stahl-Pokémon bzw. der Stahl-Golem Registeel. Hat entsprechend auch die drei Attacken. Fluch, Antikraft, Kraftkoloss und dann noch eine Stahlattacke dazu. Und die Stahlattacke, ihr seht's, ist Metallklaue. Die ist natürlich nicht sehr effektiv gegen Raichu. Gut, die Slam-Attacke, ja, Raichu ist mal wieder blind. War es im Übrigen auch im zweiten Versuch gegen Regirock. Ohne Ende, da hat es annähernd nichts mehr getroffen. Da war ich kurz davor, hier hart auszurasten. Das hätte ich euch natürlich damit reingeschnitten, keine Sorge. Aber ich konnte halbwegs die Fassung bewahren, ja. Und jetzt machen wir uns also an Registeel ran. Huiuiui, Volltreffer, das elende Drecksvieh. Alter Raichu, du kotzt mich gerade schon wieder nur an. Weißt du, wenn du das schneller in den roten Bereich... Ja gut, also gut. So sieht es im Übrigen dann aus, wenn es besiegt ist. Na, ich würde sagen, ich schneide euch das zusammen, wenn ich es wieder gefangen habe. Ja, und dann schauen wir uns in aller Gediegenheit mal noch unsere Pokémon an. Aus dieser und letzter Folge, die wir gefangen haben. Ja, und dann beenden wir dieses Projekt. Also bis gleich, ihr Lieben. Mann, oh Meta, hat das wieder ewig gedauert. Auch hier über 40 Bälle verworfen. Das ist nicht normal. Oh, aber wir haben auch Registeel gefangen. Damit hätten wir alle drei Golems. Und damit machen wir uns auf zum nächsten Pokémon Center. Wie gesagt, wir wollen uns nochmal fix anschauen. Was haben wir mit diesem Part in den letzten zwei Parts Tolles gefangen? Um dann hier einen schönen Abschluss zu finden für dieses Projekt. Boah, war das doch mal anstrengend. Also ich glaube, ich wandle jetzt hier gerade eine anderthalb Stunde Aufnahme in 20 Minuten um. Sehr, sehr geil. Ja, was haben wir gefangen? Beginnen wir mit Kyogre. Nee, nicht bewegen, das wäre geil. Bericht. Ja, Kyogre. Fähigkeit Niesel ruft im Kampf Regen herbei. Der dauert dann halt den ganzen Kampf an. Hatte ich euch ja schon gesagt gehabt. Ja, die Attacken Hydropumpe, Erholung, Eis ist Kälte, die K.O.-Attacke, wie wir sie ja auch aus der Pokémon-Liga gekannt haben. Und Risikotackle, ja. Also das Kyogre, ja. Weiter geht's mit unserem Groudon, was wir gefangen hatten. Das war ja auch nicht ganz so einfach. Ja, Groudon mit Dürre erzeugt Sonne im Kampf, ja. Also Sonnenschein, der dann über die gesamte Kampfdauer quasi anhält. Und ja, die Attacken Feuersturm, Erholung, Geofissur, die K.O.-Attacke und Solarstrahl, was natürlich besonders zu Groudons Fähigkeit Dürre dazu passt, weil wenn eben die Sonne scheint, dann muss man Solarstrahl nicht erst eine Runde aufladen und greift dann an, sondern man kann direkt angreifen bei einer Stärke von 120. Also lohnt sich das definitiv. Dann haben wir Latios gefangen. Schutzschild, Heilung, Scheinwerfer, eine starke Psycho-Attacke, 70er Stärke.
der eventuell die Spezialverteidigung senkt, ja, aber eigentlich nichts im Vergleich zu Psychokinese, ja, so Scheinwerfer macht eigentlich an der Stelle gar keinen Sinn, wenn das Pokémon auch Psychokinese kann. Und ihr seht schon, ja, wir hatten es mit dem Meisterball gefangen. Die Gründe hatte ich im letzten Part genannt. Tja, wenn das Pokémon halt einmal auftaucht, dann flieht es halt eben direkt und deswegen, und dann müssen wir es wieder erneut suchen, weil es dann wieder die Route wechselt. Und deswegen habe ich da direkt den Meisterball geworfen, mir den Meisterball für dieses Pokémon aufgehoben, weil es bei dem Pokémon eben am meisten Sinn gemacht hat. Ja, und es hat die Fähigkeit Schwebe, kein Treffer bei Bodenattacken. Ja, und vom Typ her ist es Drache Psycho. Dann haben wir gefangen heute Regis, das Eis-Golem-Pokémon, Neutral-Torso, verhindert Fähigkeit Reduktion. Ja, scheinbar das, frag mich nicht. Ich glaube, das ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Pokémon in den Kampf gebracht wird, das Bedroher kann. Das mindert ja den Angriffswert. Und ja, da schützt eben der Neutraltorso davor, dass eben der Bedroher dann eben gerade nicht wirkt. Ja, und ansonsten, ja, Eissturm und wie gesagt, Fluch, Kraftkoloss und Antikraft. Fluch, Kraftkoloss und Antikraft, das sind die drei Attacken, die jedes der drei Golem-Pokémon beherrscht. Ja, sehen wir auch bei Regirock. Oder Registeel, Regirock eben mit dem Steinwurf und Registeel mit der Metallklaue. Ja, und ansonsten die natürlich auch mit Neutraltorso, alle beide und vom Typ eben Gestein bzw. Stahl. Ja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein zu Pokémon Smaragd Edition. Natürlich gibt es auch noch einige gewöhnliche Pokémon, die ich nicht gefangen habe. Ja, die will ich euch jetzt auch nicht alle noch zeigen. Ich denke, den Pokédex füllen, das ist leider Gottes nicht ganz möglich. Natürlich fehlen auch noch die zwei legendären Pokémon Deoxys und Jirachi, die allerdings eben nur mit besonderen Nintendo-Events fangbar waren eben. Also jetzt ist es leider nicht mehr möglich, nur noch über irgendwelche Cheats oder Code-Module. Ist ein bisschen ärgerlich. Finde ich auch kacke, dass Nintendo sowas macht, aber ja, nützt ja alles nichts, ne? Nützt ja alles nichts. Ja, und das soll es dann jetzt eigentlich auch gewesen sein zu dem Projekt. Ich habe, denke ich, die wichtigsten Pokémon gefangen, vor allem eben die legendären Pokémon. War mir wichtig, das euch noch zu zeigen. Habe ich insgesamt, denke ich, auch so gut wie alles gezeigt, was es hier in der Smaragd-Edition gibt. Zumindest habe ich aber alles angerissen, von daher bin ich recht zufrieden, jetzt das Projekt hier an der Stelle beenden zu können. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch irgendwas sehen wollt, haut's einfach in die Kommentare raus und dann gebe ich euch dort eine Antwort, ob ich das nachträglich noch bringe als weitere Extra-Episode oder eben nicht. Ansonsten geht's dann beim nächsten Mal weiter mit Pokémon Kolosseum Projekt, wo ich mich schon eine ganze Weile drauf freue. Damals für den GameCube rausgekommen, aber dazu werde ich dann beim nächsten Mal mehr sagen. Jetzt auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr dieses Projekt verfolgt habt hier auf meinem Kanal. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das gesamte Projekt. Und ich hoffe, euch gefällt dann auch das nächste Pokémon-Projekt. Ja, danke, 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 dass ihr dabei wart. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gern beim nächsten Pokémon-Projekt oder bei einem anderen Projekt wieder hier bei mir auf dem Kanal. Also ihr Lieben, macht's gut.